Was haben wir für eine geile Moral gezeigt heute? Aber fangen wir mal vorne an. 5000 Essener haben sich auf den Weg nach Duisburg gemacht. Manche sagen, waren noch eher 6, 7, 8000 da. Keine Ahnung. 5000 waren im Auswärtsblock von Essen dabei. In den Bahnen war eine geile Stimmung, staut man selbst. Es ging dann Richtung Stadion von Duisburg und das ist jetzt schon geil als Essen-Fan. Nicht jetzt, weil es Duisburg ist oder so, kein Ding so, ne? Aber halt, dass du mal nicht in so einem Dorfclub, in so einem Vorortclub, bei so einer zweiten Mannschaft spielst, sondern du kommst mal in ein richtiges Stadion zu einem Traditionsverein. Klar, die sind 1902 gegründet, ist ein Traditionsverein, muss man den lassen. Ne? Du kommst zu so einem Traditionsverein da, ne? Mit Heimfans, da was weiß ich, 20.000, 25.000. Wie viele auch immer Heimfans, ne? 5000 Essener. Der Essener Block war echt super laut die ganze Zeit. Wir haben super Stimmung gemacht, auch wo wir 2-0 zurücklagen. Die Mannschaft wurde gefeiert. Ich glaube, das hat die Mannschaft auch gesehen und gemerkt und angenommen, weil, wie gesagt, wir haben einfach unsere Essener angefeuert, wir haben unsere Essener unterstützt und ich glaube, deswegen haben wir auch so eine geile Moral gezeigt. Dann fangen wir mal vorne an. Ging super scheiße los. Ich fühlte mich an das Elversberg-Spiel erinnert. Vielleicht war es noch schlimmer, dachte ich eigentlich. Scheiße, 6. Minute, nicht mal hier 10 Minuten durchgehalten. Das 0-0 gehalten, nach 6 Minuten stand es 0-1. Stoppelkamp spielt zu Bacalords und der macht einen geilen Kopfball in den Winkel. 0-1 nach 6 Minuten, scheiße gelaufen. Duisburg verwandelt den Abschluss. War nicht so krass überlegen oder was? Ne? Okay, haben eine gute erste Halbzeit gespielt, Anfang der zweiten waren sie nicht schlecht, aber die waren nicht so krass überlegen jetzt so, nicht so wie bei Elversberg oder so. Ne? Die haben ordentlich gespielt, aber wir auch. Ne? Heber, 17. Minute, schießt den Ball an die Latte, ne? Irgendwie Berlinski köpft auf Heber, freistehend Heber, schießt den Ball mit voller Wucht, der geht an die Latte. Also war ein bisschen Pech auch dabei. Duisburg hatte dann in der 41. Minute noch die Chance, dicke Chance aus 2-0 von, ich meine, Sänger und Mai, ne? Dann ein Kopfball erst abgewehrt, klatscht vor Golz runter. Mai oder Sänger, ich meine, Mai kommt dann frei zum Schuss und schießt dann quasi genau am Tor geradeaus parallel vorbei. Hatten die Chance da aus 2-0, aber wie gesagt, wir hatten auch die Chance auf noch ein weiteres Tor. Also 1-0 war, denke ich, fair nach der Halbzeit für Duisburg. Was ich noch sagen muss, der Trainer hat bei mir heute Kredit bekommen. Dabro fand ich richtig gut. Du hast die gleiche Mannschaft nochmal ins Rennen geschickt wie vorher, 2 Wochen vorher gegen Elversberg, weil es war klar, die ganze Mannschaft hat ein bisschen Scheiße gebaut gegen Elversberg. Die können besser spielen, das hast du gesehen, das hast du denen gesagt. Du hast denen Vertrauen geschenkt, das fand ich richtig gut. Erstmal. Okay, ist da ein bisschen schief gegangen. Wir kassieren das 0-1 nach der Halbzeit, das 0-2 dann. Pass, weiß nicht von wem, kam auf Stoppelkamp. Der Stoppelkamp spielt den mit der Hacke um Young rum, macht einen kleinen Schlenzer, wie Young das sonst selbst macht. Schießt den schönen Winkel aus fußballerischer Sicht, 0-2. War natürlich bitter. War natürlich ein Frustmoment da, muss man sagen. Puh, in dem Moment dachte ich, scheiße, jetzt kassieren wir hier vielleicht nur das dritte Gegentor und dann können wir echt einpacken. Dann können wir wieder uns darauf einstellen, nächste Saison sonst wo zu spielen. Aber so war das nicht. Dabro, unser Trainer, hat dann gewechselt mehrfach. Also zur Halbzeit kommen schon Sponsel für Plechati und Eisfeld für Harenbrock. Zwei, würde ich mal sagen, relativ positionsgetreue Wechsel. Aber dann spielt eben Duisburg diesen einen Konter gut aus. Ja, aus fußballerischer Sicht leider, muss man sagen, wieder schön gemacht, aber es steht 0-2. Okay, Dabro erkennt, das läuft so nicht. Wir müssen jetzt gucken, alles oder nichts. Offensive Wechsel. Beziehungsweise ein relativ positionsgetreuer Wechsel, also Römling ist dann reingekommen für Herzenbruch, aber dann Engelmann als Stürmer für Tarnath, ein Sechser, also einen defensiven Mittelfeldspieler. Und dann sind wir, glaube ich, gegangen all in, alles oder nichts. Engelmann mit seiner Präsenz ist dann 5 Minuten auf dem Platz oder was. Ja, der Jubel war riesig und guckt mal hier, Engelmann, wie der steht, was für ein Torriecher der hat und wo der steht. Nicht zu schlecht für Liga 3, nicht zu langsam, Regionalliga kann er. Und dritte Liga nicht, nix da. Das ist kein Terodde, der zweite Liga gut ist und erste Liga zu schlecht. Der Engelmann wird auch in der dritten Liga seine Buden machen. Kannst du aber sicher sein. Wir Essener jubeln natürlich mega dann nach dem Anschlusstreffer, aber was dann kommt, ist echt einfach nur der Wahnsinn. Ein paar Minuten später, wir kämpfen jetzt um jeden Ball. Wir haben eine Überlegenheit auf dem Platz. Wir sind immer da, wo der Ball ist. Duisburg ist ein bisschen angeschlagen oder so. Man merkt, okay, die haben vielleicht jetzt doch ein bisschen Angst. Und wir erobern die Bälle, Pass in den Strafraum auf Enal. Duisburg hatte danach zwar noch die eine oder andere Chance auch, klar, aber nichts Zwingendes mehr. Aber wer natürlich richtig am Drücker war, war Essen. Nachspielzeit, 90. Minute. Flanke kommt auf Bastians. Geiler Kopfball aus wenigen Metern, aber ja, krasse Parade hier von
Vincent Müller von dem Duisburger Keeper. Deswegen kann Duisburg eigentlich sagen, dass sie noch einen Punkt gerettet haben gegen Essen, wo wir eigentlich drauf und dran waren, das Spiel nicht nur auszugleichen, sondern komplett zu drehen. Wir haben unsere Mannschaft einfach nur gefeiert. Wir sind jetzt stolz auf diesen Punkt, den wir da mitgenommen haben. Unsere Mannschaft ist drittligatauglich. Wir müssen am Dienstag wahrscheinlich ein paar von den Spielern, die in der zweiten Halbzeit erst kamen, dann direkt in die Startelf stellen. Ansonsten sind wir auf einem richtig guten Weg. Wir haben Moral bewiesen, wir haben Kampfgeist bewiesen und gezeigt, dass wir es schaffen können. Und schaut euch einfach mal an, wie die Mannschaft zum Abschluss hier noch gefeiert wurde. Weh.